Herzlich willkommen zu den Motorradnachrichten. Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten. Zum einen haben wir ja eine Auslosung von dem Yamaha Yard Pack. Dann gibt es wieder was Neues zu gewinnen, dazu aber später noch mehr. Und wir haben natürlich auch wieder ein Foto der Woche und noch ein paar interessante Geschichten. Fangen wir an mit Foto der Woche. Der Sebiru, das ist der Sebastian, der hat mich in Instagram markiert unter Hashtag MeindlRacing. Da ist er wohl noch auf seiner Suzuki gesessen, mit einem richtig geilen Elbow Down vom Slowakiering. Das Witzige war, ich habe Slowakiering noch nicht gelesen, habe die Curbs gesehen und sage, hey, das muss ja am Slowakiering gewesen sein. Und dann sehe ich erst, Slowakiering, alles klar. Richtig geile Körperhaltung. Schreib mal gerne in die Kommentare, ob du dich im Moment mit der Kawasaki, weil das Sebastian fährt nämlich im Pro Superstock Cup auf einer Kawasaki ZX-10R, ob er sich da auch so leicht tut, weil ich habe nämlich von ihm mit der Kawa noch keine solche Fotos gesehen. Würde mich mal interessieren, was da so die Hintergründe sind, wie er sich fühlt von dem einen auf das andere Bike. Aber das auf der Suzuki hier schaut richtig ordentlich und knackig aus. Wieder zum Thema Elbow Down. Das muss nicht sein, das ist nice to have. Man muss das nicht machen, um richtig schnell fahren zu können. Da habe ich aber schon in vielen Videos unter anderem was besprochen. So, dann gehen wir mal kurz über ins Thema Racing. Wir haben ja die, man muss fast sagen, die Superbike WM war in Donington, war richtig interessant dieses Mal. Jetzt muss ich mal hier, das Computer lackt, braucht man nicht rausschreiben. Öffnen bitte. Mac, Windows-User, wenn umsteigt auf Mac, dann dauert das hin und wieder. WSBK in Donington Park war mal wieder komplett anders und zwar hat der Toprak extrem dominiert auf der Yamaha, was irrsinnig interessant ist und auch im Endeffekt wieder die Yamaha zeigt, warum sie so gut oder was sie so gut kann, muss man mal ein bisschen dazu sagen. Weil am Donington Park ist nämlich Leistung nicht wirklich relevant, sondern das Handling und Kurvenspeed. Und das zeigt zum Beispiel die MotoGP in Assen, das zeigt jetzt die Superbike WM im Donington Park, dass die Yamaha halt extrem viel Kurvenspeed fahren kann und alle anderen Motorräder da ein bisschen Probleme haben. Speziell auch Ducati hat Riesenprobleme gehabt. Scott Redding, der ist fast verzweifelt, der hat richtig gekämpft mit dem Motorrad. Auch Jonny Rey hat so ein bisschen, naja, andere wäre glücklich, wenn er das in diesem Wochenende erzielt hätte wie Jonny, aber für Jonny ist es halt nicht so gut gelaufen, hat jetzt auch den Leader abgegeben an Toprak, also dem WM-Leader, was für Jonny dementsprechend hart im Nehmen ist wahrscheinlich. Allerdings macht es für uns als Zuschauer das Ganze wieder sehr interessant und auch sehr abwechslungsreich. Was man allerdings überhaupt nicht versteht, was mit dem Folger auf BMW los ist, warum funktioniert das nicht? Sie haben ein neues Chassis, was auch immer sie genau gemacht haben, da steckt man nicht so wirklich drin, da geben sie auch nicht viel aus. Die Erwartungen waren hoch, aber letztendlich hat es nicht funktioniert. Komischerweise waren die anderen BMWs relativ gut dabei und auch im Podium. Was ist mit dem Folger los? Ich weiß es nicht. Ist es vielleicht das, was damals in der MotoGP auch war, Druck selber zu hoch gesetzt und dann nicht liefern können. Man sieht auf jeden Fall anhand den Fotos von ihm, dass die Körperhaltung einfach schon eine andere Sprache spricht. Ist sehr verkrampft, er fühlt sich anscheinend wirklich nicht so wohl. Das muss aber nichts mit dem Motorrad zu tun haben, muss auch nicht zwingend mit ihm zu tun haben, aber vielleicht die Kombination, irgendwas passt nicht, der Druck oder die Psyche, was auch immer. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist eigentlich schade, dass einer der Deutschen, der eigentlich durchaus das Talent hätte, letztendlich da hinten mitfährt und nicht vorne dabei ist. Es wäre schon schön gewesen. Schreibt es, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich möchte da immer gerne ein bisschen mit der Community einfach mal sehen, was ihr davon denkt, um so ein bisschen so einen Austausch zu haben. So, dann gehen wir über in kostengünstiges Racing für vielleicht fast jedermann. Ich war dieses Wochenende, habe ich den Leon Langstädtler vom F73 Academy Team, der eigentlich IDM Superbike fährt, der hat jetzt einen Gaststart am Nürburgring im Pro Superstock Cup gemacht und ich habe den da begleitet im Thema Data Recording und Fahrwerk, dazu später aber noch mehr. Und in diesem Rahmen des Pro Superstock Cup ist der Twin Cup. Und ich habe den gar nicht wirklich auf dem Schirm gehabt und wer den von euch auch noch nicht auf dem Schirm hatte, sollte das unbedingt mal machen. Denn der Twin Cup ist echt eine total lustige und doch auch spannende Rennserie. Und zwar sind zugelassen aktuelle Suzuki
SV650, Gladius ab dem Baujahr 2008 oder Kawasaki Z650 und Yamaha MT-07 und die maximale Leistung der Fahrzeuge darf nur 78 PS haben. Und die ganzen Starter oder die im Rahmen dieses Cups nennen, dass diese Art von Motorrad netterweise Bagger. Und das ist extrem interessant, weil die hören sich für mich alle gleich an. Und ja, ich glaube, sie hören sich auch wirklich alle gleich an. Und Leistung ist halt wirklich keine vorhanden. Und das Motorrad ist halt nicht wirklich das Motorrad zum Rennen fahren. Aber das Ganze macht es irrsinnig interessant. Ich glaube, sie dürfen maximal 42 Starter haben. Und ich glaube, die sind voll. Ich glaube, dass also 40 sind es auf jeden Fall gewesen, wenn es nicht sogar wirklich 42 waren, die sind voll. Und es ist ein riesen Starterfeld und die sind alle irrsinnig dicht beisammen und halten extrem rein. So irgendwie nach dem Motto, weil es eh egal ist, weil das Motorrad kostet nichts und so, irgendwie so fahren die im Gefühl. Und die stehen zu 4, zu 5 nebeneinander am Ende der Geraden, bremst später so nach dem Motto und lenken alle 5 gleichzeitig ein und der, wo zuckt, der hat halt verloren so nach dem Motto. Also wirklich, war echt spannend zum Zuschauen, war fast spannender zum Zuschauen als die Superbikes, wo die natürlich viel schneller waren, obwohl es da auch nicht so viel gefehlt hat. Ich glaube, die schnellste Twin Cup Maschine, ich weiß nicht, was das war, ob das eine Yamaha oder, die ist gefahren 2 Minuten 12 auf der großen Strecke am Nürburgring und die Superbikes waren mit 1,59 dabei. Also das war für 78 PS schon ordentlich zügig, was die aufgeführt haben. Unbedingt mal beim Pro Superstock Twin Cup vorbeischauen, sich das mal anschauen. Und vielleicht auch gerne mal einen Gaststart machen oder so. Fürs ganze Jahr kostet die Einschreibung 3.490 Euro. Das ist eigentlich okay, wenn man bedenkt, dass die Bikes auch nicht so teuer sind. Also unterschätzt die Rennserie, vielleicht auch mal einfach vorbeischauen oder auch mal als Gast zuschauen, ist ja jetzt wieder möglich. So, dann kommen wir ein bisschen zu den Meindl News. Also wie ihr seht, wir haben viele Fahrwerke in letzter Zeit gemacht, viel Bereich, Fahrwerk, Federbeine, hier zum Beispiel Yamaha R6 Federbein, das verbauen wir morgen. Ganz viele Geschichten im Moment macht, auch Cover haben wir wieder was gemacht und so weiter. Ich denke, das Erfreulichste im Moment ist so, dass ich, wie vorher schon kurz angesprochen, beim 50-Team den Leon Langstädtler Data Recording und Fahrwerk betreue und den somit schneller mache oder versuche schneller zu machen. Wir haben jetzt den ersten Test gehabt am Nürburgring, der hat dann eben Gaststart gemacht pro Superstock Cup und in 2 Wochen ist IDM Superbike am Nürburgring. Und da bin ich wieder mit dabei, unterstütze den Leon, schauen wir mal, wo wir mit den Zeiten hinkommen. Beste Zeit von ihm war jetzt 2:00:04. Ideal-Lap hatten wir schon von 58. Also das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Da ist natürlich meine Aufgabe, so ein bisschen Fahrer und Motorrad schneller zu machen. Das in Kombination oder auch das Motorrad auf den Fahrer oder den Fahrer aufs Motorrad abzustimmen. Und das ist eigentlich ein geiles Team. Weil wirklich 50 hat da einiges engagiert, das sind gute Mechaniker da, die haben wirklich ein top vorbereitetes Rennteam auf die Beine gestellt innerhalb kürzester Zeit. So, und jetzt suchen wir noch Sponsoren, die quasi mich finanzieren, da dort dabei zu sein, weil das Budget ist knapp vom 50 und vom Leon, weil die haben natürlich schon alles Herzblut und alles, was sie haben, da rein investiert. Wir sind schon gut dabei, wir haben eventuell 2 Sponsoren, die interessiert sind, da meine Kosten zu decken, um quasi, dass ich bei jedem Event da dabei sein kann und Leon und vielleicht auch später 50, wenn der dann auch einsteigen kann, wenn viel genug Geld da ist, unterstützen kann. Sehr interessant. So, dann war ich extrem viel auf Events in der letzten Zeit, deswegen vielleicht auch YouTube-Videos so ein bisschen geschrumpft. Christoph war auch viel auf Events mit dabei. Das war Priorität, wir haben viel abgearbeitet, wir haben auch einige Gutschriften abgearbeitet vom letzten Jahr. Ich hoffe, da sind jetzt bald einmal alle weg. Das sieht auch gut aus. Ein paar haben wir zurückbezahlt, weil es einfach nicht mehr ging. Sonst hätte die Woche, der Tag hätte 40 Stunden haben müssen. Wirklich extrem viel gearbeitet. Alleine im Juni 6.500 Rennstreckenkilometer ich gefahren. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich bis Ende Juli mal nicht mehr fahren muss. Muss ich echt sagen, bin ich ganz froh. Aber Ende Juli haben wir ein richtig geiles Doppel-Event, gibt es auch einzeln zu buchen, mit 2 Tage Misano und 3 Tage Rijeka in einer Woche, also sprich Ende Juli, Sommerhitzeschlacht. Wird aber richtig cool, weil da kann man halt am Abend schön mal ans Meer fahren mit dem Fahrrad oder mit dem Roller und ein bisschen sacken lassen das Ganze, wenn du mit dabei sein willst. Das ist eigentlich ursprünglich ein Event für Fortgeschrittene gewesen, habe es aber auch für Einsteiger gemacht, weil relativ wenig Buchung und relativ wenig Interesse da war. Vielleicht haben die Leute auch ein bisschen Angst vor Reisen ins Ausland. Und ich kann euch aber wieder mal sagen, es ist kein Problem. Corona-Test machen, Schnelltest machen, dauert 10 Minuten
Und dann kann man schwuppdiwupps über die Grenze. Mache ich seit Monaten. Ich bin so viel über die Grenzen gefahren in den letzten Wochen wie niemals zuvor. Eigentlich. So, dann kommen wir mal schnell zur Auflösung des Gewinnspiels. Da ging es um dieses Yamaha-Heck von meiner Yard, da wo mir die Kette gerissen ist. Das ist quasi, das ist echt Carbon, ne? Also sehr hochwertig. Das ist halt was zum entweder wieder herrichten oder an die Wand hängen. Das konnte man gewinnen und jetzt schauen wir mal, wer das gewonnen hat. Ich muss mal hier gucken, haben wir aufgeschrieben, genau. Der Julian Weber, hat das gewonnen. Julian, schreib uns eine E-Mail an eingeblendete E-Mail-Adresse und dann schicken wir dir das Heck zu. Danke fürs Mitmachen, viel Spaß mit dem Heck, was auch immer du damit machen wirst. So, neues Gewinnspiel. Wir haben zu verlosen, und zwar von Renngrip dieses Mal wieder, ein Kettenreinigungsset, inklusive Handschuhe, um die Kette sauber zu machen mit einer vernünftigen Bürste, inklusive Kettenspray für den Nachgang. Ist halt so ein Set, das kann man da bestellen im Wert von, ich weiß, 25, 30 Euro vielleicht. Gibt es bei uns zu gewinnen. Was du dafür machen musst, ist relativ simpel. Schreib einfach unten in die Kommentare Kettenreiniger Renngrip. Bitte keine Hashtags. Hashtag macht den Algorithmus von YouTube kaputt. So, und dann losen wir das aus. Dazu gibt es wie immer eine Grußkarte von mir. Haben wir hier ein paar, die werden handsigniert und mitgeschickt. Gibt es mittlerweile aber auch einfach so zu bestellen, kostenlos. Einfach bitte dem Christoph eine E-Mail schreiben, eingeblendete E-Mail-Adresse. Solange der Vorrat reicht, wir bestellen nur immer ein paar nach, schicken die raus, ich signiere die. Und wir können dann natürlich nicht unendlich viele verschicken, weil sonst habe ich irgendwann mit Porto-Gebühren mehr Kosten als alles andere. Aber so ein paar im Monat, so 50 bis 100 Stück im Monat verschicken wir schon. Einfach kostenlose Grußkarten mit immer eins der besten Fotos, die es halt von mir gibt. Gibt es noch verschiedene. Also, das war's so ein bisschen mit den News. Ich hoffe, das Video war ein bisschen spannend. Gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Mitmachen, Kettenreiniger, Renngrip in die Kommentare schreiben und dann einfach mitspielen und gewinnen. Und genau, wenn du auch von mir in deinem Foto erwähnt werden soll in dem Video, dann markiere mich doch einfach unter dem Hashtag MeindlRacing in Instagram. So weit, so gut. Ich glaube, so weit habe ich alles, oder? Passt. Okay, danke fürs Zuschauen. Schöne Woche euch noch. Viel Spaß. Danke und bis bald.